Er war ein Ermittler, der trotz aller Routine immer menschliche Gefühle zeigte. 1974 ging er im ZDF an den Start und nahm die Zuschauer mit in die Welt von Mord und Totschlag. Und der Tod schien ihn in allen 281 Folgen zu berühren. Derrick wirkt stets akkurat, fast wie ein englischer Gentleman, der mit Zeugen gar liebenswert umgeht. Nur ein paar Fragen, Frau Gerwald. Wann ist Ellen Theis gestern nach München gefahren? Ich bin schuld, dass sie... Ach Quatsch. Delon ist schuld. Wieso? Na ja, wenn er den blöden Film nicht gedreht hätte, dann wäre sie nicht ins Kino gegangen. Das ist doch Blödsinn. Ja, eben. Genauso blödsinnig ist es, dass sie sich schuldig fühlen. Ja, die Zuschauer waren damals begeistert, die Presse eher skeptisch. Der Spiegel fand die Serie gar zum Gähnen und schreibt, die Dialoge seien so originell wie der Wetterbericht. Derrick hat dennoch Erfolg. Der Gentleman bietet viel Neues und hält den Zuschauern irgendwie einen Spiegel vor, sagen Fernsehwissenschaftler. Es ist natürlich vor allem die Hauptfigur, die dazu tendiert, ja, so das typische normale deutsche Bürgertum irgendwie zu repräsentieren. Er ist Bürokrat durch und durch, natürlich höchst sympathisch, immer höflich, ganz akkurat, pünktlich. So wie man sich ein bisschen einen guten Deutschen vorstellt. Und vielleicht hat das auch vielen Zuschauern und Zuschauern geholfen, ja, gewisse Sympathie für diese Figur zu entwickeln und sich ihr nahe zu fühlen. Der damals 51-jährige Horst Tappert alias Stefan Derrick und sein Assistent Harry Klein, gespielt vom 33-jährigen Fritz Wepper, sprachen verschiedene Altersgruppen im Publikum an, jeder auf seine Art. So konnten sich auch zwei Generationen anders bewegen, anders inspirieren und miteinander umgehen. Und das war auch mit dem nötigen Respekt, der gar nicht gespielt war, sondern der hat sich so ergeben. Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Ich danke Ihnen. Nun komm, nimm mal ab hier. Fritz Wepper, ebenso wie der 2008 verstorbene Horst Tappert, hätten nie erwartet, dass sie es auf 281 Derrick-Folgen und 24 Jahre gemeinsame Arbeit bringen. Nein, ich habe gedacht, zu 50 Folgen vielleicht. Und dann wird Schluss sein, dann kann ich andere Sachen machen. Aber ich habe mich geirrt. Dafür hat er gesorgt. Autor Herbert Reinecker schrieb sämtliche 281 Folgen. Anfangs baute er noch brutale Szenen hinein, die waren dem Publikum aber unangenehm. Sie schweigt! Sie verdammte Schweinsteffer! Und Action wie in der Episode Hoffmanns Höllenfahrt von 1975 kommt bei Derrick-Fans nicht an. Die Zuschauer damals wollten eher den typischen deutschen Kriminalbeamten. Die deutschen Kommissare waren immer davon geprägt, dass sie eher beamtenmäßig vorgehen. Also dass sie nicht laufen, nicht schießen, nicht schlagen, sich nicht groß bewegen. Es war schon sehr, wie wir es aus dem Alltag vom Beamtenleben kannten. Also Polizisten waren keine Actionhelden. Und die Amerikaner setzten genau dagegen. Die zeigten dann, also das auch da gehört auch ein bisschen Aktion dazu. Man muss vielleicht auch mal schießen, man muss mal laufen, man muss mal wen festhalten, man muss sich mal prügeln. Und das war dann immer das, wodurch sich eigentlich deutsche und amerikanische Krimis voneinander unterschieden. Deshalb darf Derrick Gentleman bleiben und auch die Sorgen der Fans um den Serienstar, er habe gar kein Privatleben, finden Gehör. Immerhin darf der Beamte zweimal eine Freundin haben und seine erotische Seite zeigen. Ja! Nur mit Küssen, versteht sich. I'll state my case, of which I'm certain. Nimm sofort die Brille ab. Warum? Sie beschlägt. Trockenen Humor gibt's bei Derrick auch. Ich arbeite auf dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung. Na sehen Sie, das tun wir doch auch. Das alles funktioniert nicht nur auf Deutsch. Derrick wird zum Exportschlager, läuft in über 100 anderen Ländern. Sí, signora Römer. Entriamo. Derrick vagyok. Csak egy kérdésem van, elmehetünk ma délután magához. Otthon lesz. Der Standard hat uns von der Spürabdelung. Dass sich Derrick so gut im Ausland verkauft hat, hat im Wesentlichen, denke ich, zwei Gründe. Erstens, obwohl es vor allem um Gewalt geht, ist kaum Gewalt zu sehen. Man sieht kaum Leichen, es werden keine Tabus gebrochen. Und was es sehr gut im Ausland verkäuflich gemacht hat, ist, dass auch wenig Zigarettenrauch, keine Nacktheit, kein Alkohol zu sehen ist. Dementsprechend hat man es dankbar im Ausland aufgenommen. Der zweite Grund ist, dass man vielleicht sich danach gesehnt hat, ein anderes Bild vom Deutschen auch für sich zu gewinnen. Nach zwei Weltkriegen hat man sich gefragt, was sind das eigentlich für Leute? Und man sieht bei Derrick, das sind eigentlich ganz
normale Leute, die versuchen, ihren Job zu machen. Ach ja, und da war ja noch der eine Satz, den fast die ganze Welt kennt. Harry, zemi kolata. Harry, prendi la macchina. Harry, dojdi už pro auto. Harry, lej auto di. Aber den gab es in Wirklichkeit in der ganzen Serie nie, oder doch? Ah, ich hol schon mal den Wagen. Nein, den habe ich wirklich nie gesagt. Harry, hol schon mal den Wagen. Und ich dachte, das hätte der Harald Schmidt in seiner ironischen Art und Weise. Ich habe immer bestritten, dass der Satz je gefallen ist. Und ich sitze eines Nachmittags hier und sehe eine Folge von Derek. Und ich sehe mich da sitzen. Wir sitzen und verhören jemanden. Plötzlich sage ich, Harry, hol schon mal den Wagen. Ich denke, mich trifft der Schlag. Aber dabei ging es wohl eher um den Wagen eines Täters, nicht um den Chauffeurdienst von Assistent Harry. Also den Satz, Harry, hol schon mal den Wagen, gab es nie, sondern der kam eigentlich dann aus einem Sketch von Harald Schmidt später. Aber er war so, dass man wusste, was gemeint war. Also das war genau, du bringst Rituale oder bestimmte Sachen, die jeder kannte, auf den Punkt. Und jeder denkt, das ist in jeder Folge gefallen, dabei ist es nie gefallen. Die letzte Klappe fiel im Oktober 1998, da war Horst Tappert schon 75 Jahre alt. Die Serie war längst Fernsehkult geworden, wohl auch, weil die Zuschauer immer wieder einen Blick auf die schönen Reichen der Münchner Schickeria werfen durften. Dieses Thema des Voyeurismus ist tatsächlich ein wiederkehrendes in der Fernsehforschung, wenn es um die Analyse von Krimiserien geht. Und das ist bestimmt auch ein Teil des Problems, in Anführungsstrichen, von Derek, dass wir natürlich Zugang zu Welten bekommen, die uns sonst verschlossen bleiben. Das ist sicherlich einerseits auch diese Schickeria, aber ich glaube, es geht auch um mehr, denn selbst diese sehr gut gestellten Personen, dieser Mittelstand, dem geht es eigentlich auch immer erst auf den ersten Blick nur sehr gut. Wenn man genauer, tiefer reinschaut, dann haben diese Probleme, diese Leute große Probleme mit sich und versuchen irgendwie, trotz ihrer Gutstellung mit ihren eigenen Ängsten, mit ihren Einsamkeiten umzugehen und irgendwie gegen sie zu kämpfen. Mit Folge 281 geht es zu Ende. Stefan Derrick, der erfolgreiche Ermittler, hört dabei nicht einfach auf. Er wird befördert in eine EU-Behörde. Morgen, Harry. Morgen, Stefan. Eigentlich wollte ich der Erste sein, der dir gratuliert. Hast du mal Pech gehabt, schon im ganzen Hausraum. Allerdings. Sein Abschied ist würdig und fast schon sentimental. Ich danke dir für alles. Mach's gut, Stefan. Arrivederci. Und Derek, der Gentleman-Inspektor, schlägt noch einmal den Kragen hoch und geht hinaus in die Nacht. Und bleibt unvergessen bis heute, 25 Jahre nach seinem Abgang. Wir trafen